Hey Kinders, was geht bei euch ab? Wie man aus dem Titel bereits entnehmen kann, bin ich leider krank geworden. Ich habe ja gestern Abend im Stream schon gesagt, hey, meine Stimme oder mein Hals fühlen sich irgendwie merkwürdig an, also so beim Sprechen. Wobei das vor allem hier oben ist, also da, wo die Nase so in den Rachen, ihr wisst schon, ne? Ja, und siehe da, es hat sich gestern Nacht dann direkt bestätigt und verschlimmert. Ich habe mich dann auf die Couch gelegt und bin da auch eingepennt und bin dann morgens um 6 Uhr, kurz nach 6 halt voll hastig aufgewacht. Mir war ultra heiß, gleichzeitig auch kalt. Ich habe so ein bisschen Schüttelfrost gehabt, bin dann auch direkt auf die Toilette gerannt und habe mein Essen verloren, oben rum, das ich am Abend noch gegessen habe. Ja, und dann habe ich mich, nachdem ich mich gewaschen habe, wieder ins Bett gelegt. Also dann richtig ins Bett, nicht wieder zurück auf die Couch. Und habe dann bis um kurz nach 13 Uhr heute geschlafen. Ich habe fast 12 Stunden gepennt. Das war schon mal nicht schlecht. Ich habe jetzt im Laufe des Tages, der jetzt ja noch nicht so arg lang für mich war, schon wieder ordentlich was gegessen, Aspirin komplex genommen, viel getrunken und so weiter. Also ich denke, mein Magen macht keine Probleme. Das war wahrscheinlich einfach nur halt ein Fieberschub oder irgendwas, weswegen ich mich dann übergeben musste heute Morgen. Und ich merke auch gerade, wie das Aspirin komplex langsam wirkt. Ich habe auch Gliederschmerzen gehabt, diese ganzen üblichen Symptome halt. Was schon mal sehr gut ist, ist, dass mein Hals scheinbar nicht angegriffen ist. Also ich kann noch recht normal sprechen. Meine Nase ist nur so eklig wie angeschwollen, da hinten drin. Und ich habe hier unter diesen Schattenringen, habe ich hier unten, das sieht man nicht, da habe ich auf beiden Seiten so ein bisschen Ausschlag. Ich weiß nicht, ob das geplatzte Gefäße sind vom Übergeben, oder ob das irgendwas anderes ist. Ich habe gestern einfach so im Spaß gemutmaßt, ob ich nicht vielleicht allergisch bin gegen die kleine Kuddel, weil sie ja immer hier rumläuft, in meinem Gesicht rummacht, aber das hätte sich ja dann wirklich ganz plötzlich auf einmal entwickelt. Kann eigentlich nicht sein. Ja, jetzt bin ich halt erkältet. Das ist natürlich fantastisch, weil ich jetzt der Freitag, Samstag, Sonntag, das sind dann praktisch meine sturmfreien Tage, wo ich richtig fett reinhauen wollte. Es ist halt nicht so einfach. Da meine Schmerzen jetzt langsam weggehen, sind die Beeinträchtigungen zwar nicht mehr so hoch, wie ich jetzt halt dachte, dass sie seien. Also mit den Gliederschmerzen und mir war auch so ein bisschen schwindelig und minimale Kopfschmerzen, ist aber alles weg. Aber mich stört die Nase beim Sprechen sehr. Man hört sicherlich auch, dass ich so anders spreche, nasal oder wie auch immer. Ja, und das ist ein bisschen kacke. Ich werde trotzdem die Streams, so wie ich sie geplant habe, einfach machen. Falls es zu arg wird, höre ich natürlich vorzeitig auf. Ich denke, so wie ich mich jetzt fühle, kann die ganze Sache gut laufen. Ich darf es halt nur nicht übertreiben. Also ich werde nicht so viel sprechen können wie sonst. Ich kann jetzt nicht dieses Entertainment bringen, wie ich sonst mache, weil ich ja wahrscheinlich jetzt halt nicht so viel sprechen kann. Vor allem nicht so laut, nicht so rumgilfen und so weiter und so fort. Selbst meine Haare sehen krank aus. Guck mal, die sehen so richtig erschlagen aus. Ich habe gerade gestern gegen Abend noch frisch geduscht und jetzt sehen sie schon wieder so aus, als hätte ich 8 Kilo Butter in den Haaren. Also wie gesagt, die Streams, sprich heute Abend 22 Uhr und auch morgen über den Tag, die werden ganz normal stattfinden, auch hinsichtlich des Knife-Giveaways. Die werden einfach laufen. Nur die Qualität der Streams hinsichtlich meiner Abgeherei ist wahrscheinlich gedämpft. Das wird schon gehen. Sofern ich nicht anfange, brutal zu husten. Also ich hatte einmal eine Erkältung, die extrem stark auf den Hals ging. Da habe ich so viel gehustet und vor allem auch so viel Reizhusten gehabt, dass ich das über Wochen behalten habe, weil ich keine Pause gemacht habe, YouTube und Twitch-mäßig, und trotzdem halt reingehasselt habe und dann konnte sich der Hals nicht erholen von meiner ganzen Laberei. Das würde ich jetzt diesmal, glaube ich, nicht machen, falls es sich auf den Hals ausbreiten sollte, aber da merke ich, da ist alles super. Also läuft maximal Sekret aus der Nase darunter und es hustet sich halt weg, fertig ist der Lack. Das 99-Damage-Spiel ist übrigens morgen, also am Samstag um 18 Uhr. Da haben wir es jetzt feste gemacht. Ich denke, ich werde wie geplant daran teilnehmen. Und wenn der Server es hergibt, werde ich es auch streamen. Also ich mache jetzt Stream einfach an. Falls ich aber feststellen sollte, wie es in der Vergangenheit auch schon der Fall war, dass ich dann Ultra vor mich hinlegge. Die 99-Damage-Server sind halt irgendwie, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber da leckt es. Oder hat das geleckt bei mir, manchmal. Falls das der Fall sein sollte, würde ich den Stream vielleicht sogar wieder ausmachen. Vielleicht. Ich dachte die ganze Zeit, es liegt an den 128 Tick. Aber die von eSportal, die Server mit 128 Tick, die sind super. Da habe ich kein Problem. Es ist wohl scheinbar irgendein Problem, das zwischen mir und 99-Damage liegt. Muss man mal gucken, wie es jetzt halt wird. Aber morgen um 18 Uhr ist das Spiel. Ich werde einfach mal den Stream anmachen und gucken, wie es läuft. Ich weiß nicht, ob ich heute noch ein Video bringe. Also eigentlich wäre heute der letzte Guide dran bei Apex. Die könnte ich eigentlich trotzdem machen, weil ich stimmtechnisch bei den Guides jetzt nicht großartig rumspiele mit der Stimme. Da kann ich eigentlich auch einfach monoton vor mich hinlabern. Mal gucken. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und auch schon mal im Vornherein vielen Dank für eure Besserungswünsche. Ich weiß, dass ihr extrem fürsorglich seid. Danke dafür. Und deswegen schon mal vielen Dank für eure Genesungswünsche. Das ist übrigens eine Tasse von meiner Freundin, gell? Nicht wundern. Normalerweise habe ich die Dumbabla-Tasse dort am Start. Da hockt zwar gerade der Master Chief drin, nicht wundern, aber ja. Das ist die gute Tasse. Batterien sind auch drin. Wir sehen uns dann heute Abend im Livestream. 22 Uhr geht's los. Zack, bumm. Wenn irgendwas sein sollte, werde ich euch auf jeden Fall hier auf YouTube schreiben. Ich kann euch ja Nachrichten schreiben, die an alle Abonnenten gehen. Ich werde auf Twitter und auf Instagram was schreiben und auf Facebook.
ja oder nein, egal was es wird, ich werde natürlich wie immer die Ankündigung raushauen. Ja, haut rein.